Da ist er also, der Mann von der Hochzeit. Jesus und die Hochzeit. Das allein wäre ein Thema für eine ganze Bibelwoche. Wo fangen wir an? Wir könnten zum Beispiel im Psalm 45 anfangen. Da wird eine messianische Hochzeit gefeiert. Da wird der große Messias-König verheiratet. Dann heißt es von seiner Braut in Psalm 45, der König verlangt nach deiner Schönheit. Oder wenn Sie mit mir das Hohe Lied lesen, in dem eine ganz, ganz wichtige Auslegungsebene natürlich die ist, dass hier von der großen Hochzeit des Messias-Königs die Rede ist. Oder wenn von den vielen, vielen, vielen Stellen aus den großen prophetischen Texten ich vielleicht nur eine so als Appetithappen ich heute Morgen Ihnen präsentieren darf und die anderen, die können Sie in Ruhe dann selber finden und lesen, wenn es in Jesaja 62 heißt, denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Aber wir bleiben natürlich nicht im Alten Testament. Sondern wenn wir ins Neue Testament hineinmarschieren beim Thema Jesus und Hochzeit, dann landen Sie natürlich genau hier im Johannesevangelium. Und wenn Sie nur eine Seite, in meiner Bibel zumindest, eine Seite weiterschlagen, dann landen Sie bei dem genialen Satz von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer, der hat das ja dann auf den Punkt gebracht, wenn er in Johannes 3, Vers 29 sagt, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Sehe ich auch so. Also wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams, Johannes der Täufer, der dabei steht, ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Jesus und die Hochzeit. Und dann natürlich ist für uns das ganz, ganz wichtig, dass ja Jesus selbst in seiner Verkündigung in unterschiedlicher Weise das Thema von der Hochzeit aufgenommen hat. Er hat es aufgenommen, indem er sich verglichen hat mit einem, der von einer Hochzeit kommt. Und da kommt man ja nicht schnell, das dauert ja lang, es wird ja gefeiert. Und deswegen muss der Verwalter zu Hause recht, recht, recht lange warten, denn es wird richtig lange gefeiert, bis er, denken Sie an die Losung von gestern, Lukas 12, aufbricht von der Hochzeit und nach Hause kommt und anklopft und dann davon ausgeht, dass der Verwalter auch noch früh morgens um 5 bereitsteht, um ihm hereinzubitten und ihm dann entsprechend zu dienen. Jesus und die Hochzeit. Oder denken Sie an das große Beispiel, das er Jesus gebraucht, wie der Vater für ihn, den Sohn, die Hochzeit vorbereitet und dann die Gäste einlädt. Das geht ja ziemlich schief, aber all dem, was dazugehört, er lädt zur Hochzeit seines Sohnes ein. Auch das ein ganz wichtiges Themenfeld. Und natürlich, klar, da, wo er Jesus selber der Bräutigam ist. Das große Bild aus Matthäus 25 mit den 10 Jungfrauen, die da alle gemeinsam einschlafen, dann kommt er endlich, er kommt. Und dann gehen sie gemeinsam, ja eben nur ein Teil, eben nur die eine Hälfte, mit ihm hinein zum großen Hochzeitsfest. Jesus und die Hochzeit. Also einmal das ganze Alte Testament ist schon satt voll von dem Thema. An der Schnittstelle Johannes der Täufer mit seinem ganz großen, wichtigen, klaren Bekenntnissatz, wer Bräutigam ist und wer hier der Freund des Bräutigams ist, wie die Rollen verteilt sind. Er Jesus selbst in seiner Verkündigung das Thema auf. Und dann machen wir natürlich noch einen ganz kleinen, klitzekleinen, aber wichtigen Sprung auf die letzten zwei Seiten der Bibel. Denn da in Offenbarung 19 wird dann die Hochzeit angekündigt. Jetzt geht es endlich zum eigentlichen, entscheidenden Fest. Und es wird wunderbar beschrieben, es dann heißt, Halleluja, der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, seine Braut hat sich bereitet. Und die Bibel hört nicht auf, ohne das Hochzeitsthema. Offenbarung 21, ganz klar zu bestimmen, dass eben da aus dem Himmel herab eben die Braut kommt und dass dann Jerusalem beschrieben wird, wunderbar beschrieben wird. Und auf dem letzten Blatt der Bibel heißt es dann noch einmal, dass der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer dies hört, der spreche, komm. Hochzeit. Und deswegen ist das natürlich
Ein Text, der ist so dicht gefüllt von Jesus, dem Messias, dass wir sofort begreifen, da geht es jetzt nicht nur äußerlich um ein schönes Hochzeitsfest, das damals in Kana in Galiläa stattfand. Das auch, ja. Es war eine ganz echte, reale Hochzeit, ja. Aber dass hier Johannes, die an den Anfang setzt, seiner ganz besonderen, mit seinen ganz besonderen Augen, seine Berichterstattung über Jesus als erstes Zeichen die Teilnahme von Jesus an einem Hochzeitsfest dokumentiert, da müssen jedem halbwegs brauchbaren Bibelleser doch die Ohren klingeln. Es ist der große Messiaskönig, der Bräutigam, der hier in der Mitte steht, der zum Hochzeitsfest kommt. Schön natürlich, wenn Jesus da so mitfeiert, das ist nett und alles richtig. Und er ist jetzt auch da und deswegen kann auch nicht gefastet werden. Denken Sie dran, die Johannes der Täufer, die können fasten, die Jesus-Leute können nicht fasten, denn da der Bräutigam ist da. Man geht doch nicht zu einer Hochzeit und sagt, ich bin gerade auf Fasten, da kann ich zu Hause bleiben. Schön, natürlich der Teilnehmer am Fest, nett, wie er da mithilft, natürlich, alles klar. Aber wir merken, da geht es um viel, viel mehr. Es geht um diesen Messias, dessen Heilszeit, dessen Kommen, dessen Hochzeit jetzt tatsächlich anbricht. Und deswegen ist es ja auch ganz bewusst von Johannes gesagt, dass was da passiert ist, ist ein Zeichen. Ein Zeichen. Ganz deutlich hören wir es ja am Ende des Textes. Das ist das erste Zeichen, Vers 11, das Jesus tat, mit dem er sich offenbarte. Und was denn? Er offenbarte seine Herrlichkeit. Es ist ein Messiaszeichen. Ein Messiaszeichen deswegen, weil zu Messias gehören diese ganz besonderen Wunder. Und zu Messias gehören auch diese Wunder, die mit Speise und mit Trinken, Trank zu tun haben. So wie ein Mose mit Wasser ganz entscheidende Wunder getan hat, denken Sie an die entsprechenden Berichte. So wie nachher Elia und Elisa ganz besondere Speisewunder getan haben. So auch der zweite, der eigentliche, der entscheidende Mose, der entscheidende Prophet, ist eben genau in diesem Bereich auch ganz wesentlich tätig. Er ist es, der hier handelt. Es sind fast prophetische Zeichen, die hier ablaufen und geschehen. Und das merken wir spätestens dann, wenn wir uns einmal diesen Bericht ein bisschen genauer angucken und uns ganz kurz überlegen, ist das eigentlich ein sinnvoller Bericht von einer Hochzeit? Und dann müssen wir sagen, nein, das ist ein ganz komischer Bericht von einer Hochzeit. Denn wir merken sofort, die, um die es normalerweise bei einer Hochzeit geht, die kommen überhaupt nicht vor. Nämlich Braut und Bräutigam spielen in dieser Beschreibung gar keine Rolle, sondern die sind vollkommen nachgeordnet, die sind gar nicht im Fokus des Geschehens. Das ist ja ganz eigenartig. Und wir erfahren auch noch, dass das eigentliche Wunder kaum beschrieben wird. Plötzlich, zack, ist dieser Wein da. Und was uns natürlich auch irritiert, ist die Rolle von der Maria. Die macht uns ja immer wieder Schwierigkeiten, wie der Jesus mit ihr umgeht und welche Funktion diese Frau hier einnimmt. Und sowieso, dass die hier auftaucht, in Klammern ohne Josef, Ausrufezeichen. Also das alles ist für uns natürlich höchst interessant, wenn wir das schon einmal hier lesen und wahrnehmen. Und natürlich, was uns irritiert, ist das Ende dieser Geschichte, dass da jetzt dann nochmal dieser Speisemeister auftaucht mit seinem komischen Satz. Und wir begreifen natürlich, dass es nicht nur ein kleines Witz dann am Ende sein sollte, ha, 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 falscher Wein gegeben, sondern dass da etwas mittransportiert wird. Da ist eine Botschaft drin in dieser Weinregel, die da präsentiert wird am Ende. Und mit diesem komischen Ding hört es ja dann auf. Die eigentliche Beschreibung hört ja mit dem Satz auf, du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Bericht Ende. Was für eine ganz eigenartige Beschreibung einer Hochzeitsfeier. Und selbst da, oder so, gerade da merken wir, es geht um viel, viel mehr. Es geht tatsächlich darum, dass hier eine große prophetische Zeichenhandlung in der Mitte steht und dass es um diesen Mann der Hochzeit geht. Der eine Mann von der Hochzeit. Es geht um diesen Jesus. Schauen wir uns diesen ganz bewussten, sehr schönen, einzigartigen Bericht einmal ein bisschen genauer an. Dann stolpern wir natürlich tatsächlich über diese Maria. Denn Maria wird ansonsten im Johannesevangelium nur noch einmal erwähnt. Und allein das ist natürlich wichtig für jeden, der ein bisschen das Johannesevangelium kennt. Johannes erwähnt sie hier am Anfang, bei der Hochzeit zu Kana, mit einer ganz herausragenden Rolle. Und Johannes, und du Johannes, erwähnt sie noch einmal unterm Kreuz in Johannes 19. Der Spannungsbogen der Maria-Figur im Johannesevangelium geht von der Hochzeit zu Kana direkt ans Kreuz. Und komischerweise fängt der Text ja auch ganz eigenartig an. Ist Ihnen noch bewusst, wie der anfängt?
Sie müssten ja eigentlich fragen, warum berichtet uns Johannes das, was er am Anfang sagt, am dritten Tag? Natürlich sagen wir zuallererst, halber, wo waren die Tage davor? Und entdecken zum einen, genial gemacht bei Johannes, eine erste große Ereigniswoche. Eine erste große Ereigniswoche wird in Johannes 1 beschrieben. Die große erste Schöpfungswoche. Und am Ende der Schöpfungswoche steht die Hochzeitsfeier in Kana. Wir sind also hier bei Tag 5, 6, 7 angekommen. Der dritte Tag 5, 6, 7. Und jetzt am dritten Tag ist der siebte Tag, wenn Sie durchzählen wollen, Johannes 1. Landen Sie bei der Hochzeit zu Kana am siebten Tag, das eine. Aber natürlich hat für uns Bibelleser der dritte Tag immer eine ganz entscheidende Bedeutung der Passion und Auferstehungsgeschichte. Hier ist ein Bogen gespannt von der Maria bei der Hochzeit zu Kana bis zu Maria unterm Kreuz. Das, was Sie hier in Johannes 2 lesen, dürfen Sie als Leser nicht lesen, ohne zu wissen. Hier geht es um Karfreitag und Ostern. Hier in Johannes 2 geht es um Karfreitag und Ostersonntag. Das ist die Botschaft. Schon in der ersten Zeile ist klar, wo Sie eigentlich hindenken müssen. Wenn Sie dritter Tag hören und natürlich wissen, dass Maria nur noch in Johannes 19 vorkommt, ist das schon mal von vornherein klar, wo Ihre Augen durch Johannes hingelenkt werden. Allein das ist natürlich schon für uns ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich der Wein. Jetzt lassen Sie sich mal die ganze Alkoholproblematik mal außen vor. Bitte. Und alle Blaukreuz-Fan, bitte kurz weghören. Ganz biblisch denken. Und wenn Sie ganz biblisch denken, dann landen Sie natürlich mit dem Wein im Alten Testament. Ist klar. Und wenn Sie im Alten Testament sind, dann sind Sie natürlich in 1. Mose 49. Da ist ja der Wein, da gibt es ja Wein ohne Ende. In 1. Mose 49 wird der große Segen über den Stamm Juda ausgesprochen, den Stamm, aus dem der Messias kommen soll. Und da heißt es dann, er wird seinen Esel an den Weinstock binden, nicht an irgendeine Erle oder eine Birke, sondern er wird seinen an den Weinstock binden und seine Eseln füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Also da kann man nun nicht mehr anders als vierfach übertrieben stark auf dieses Weinmotiv gelenkt werden. Der Wein ist das Symbol der Füllezeit, der Messiaszeit, der entscheidenden Zeit. Dann ist er da, wenn nicht mehr Wasser getrunken wird, sondern Wein getrunken wird. Deswegen lesen wir in Jesaja 25, wenn wir endlich am Ziel angekommen sind, beim großen Freudenmahl, dass er uns ein Mahl von reichem Wein, Wein, in dem keine Hefe ist, anbieten wird. Der Wein ist das große Symbol für die Zeit der Erfüllung. Jetzt ist der Messias da, jetzt wird kein Wasser mehr getrunken. Jetzt ist Schluss mit Wasser. Wasser hat ja eine ganz verschiedene Symbolik. Hier ist Wasser, das entdecken wir sofort, das Negative, das Schwächere, das nur Wasser im Gegensatz zu Wein, ganz klar. Hier ist Wasser nicht etwa das Wasser des Lebens, sondern hier ist Wasser ja der vorläufige Zustand. Hier ist Wasser eigentlich das Kennzeichen für Mangel. Und das ist das Stichwort, was diesen Text natürlich bestimmt. Da kommt dieser eine Mann, der Mann von der Hochzeit. Und er kommt auf diese irdische Hochzeit. Und was erlebt er auf dieser irdischen Hochzeit? Zweimal sagt es uns hier Johannes 2 in Vers 3. Es ging ihnen der Wein aus und sie haben keinen Wein mehr. Mangel. Ganz klar wird der Mangel beschrieben auf der Seite der Erde. Da kommt der eine Mann von der Hochzeit, von der irdischen Hochzeit. Und was auf einer irdischen Hochzeit ihm angeboten wird, ist Mangel. Mangel. Bitte stellen Sie jetzt nicht die Fragen, warum die ihre Weinkontingente nicht richtig da vorbestellt hatten, was da alles schiefgelaufen ist. Darum geht es gar nicht, dass man begreift. Mangel ist das Stichwort. Mangel. Nur Wasser. Ist ja selten. Aber das ist eine Stunde, wo selbst auf der Langensteinbacher Höhe einmal Rudolf Bultmann zitiert werden kann. Denn der sagt dazu, das Wasser bildet all das ab, was ein Surrogat der Offenbarung ist. Alles, wovon der Mensch meint, leben zu können und doch nicht leben kann. Genau das ist es. Da hat er mal recht. Ein Surrogat, das ist ein Ersatzstoff. Das ist etwas, was ich, weil ich ja nicht das Eigentliche habe, weil ich A nicht habe, muss ich B nehmen.
Ich habe keinen Wein, ich habe nichts, ich habe nur Mangel. Und so ist in den jüdischen Wasserkrügen in Galiläa der Heiden nur Wasser da. Dass in Galiläa der Heiden nur Wasser da ist, das ist uns sowieso klar, hoffentlich klar. Was sollen denn die Heiden zum Leben beitragen können? Was sollen die liefern können, außer die unterschiedlichsten Surrogate, mit denen der Mensch seit Jahrtausenden versucht, halbwegs zu überleben? Die einen basteln sich ihre Religion, die nächsten ihre Ideologien, die nächsten sagen, es ist doch alles egal, essen und trinken und morgens sind wir sowieso tot. Ganz verschieden, Hauptsache ein Surrogat muss her, mit der ich meinen Lebenshunger fülle, meinen Durst versuche zu stillen. Und dann ziehe ich mir dieses Wasser rein, unterschiedlichsten Sorten. Aber auch die jüdische Seite hat nur Wasser in den Krügen, nur Wasser. Auch die jüdische Seite kann von ihrer menschlich-jüdischen Seite nichts anbieten. Da ist nur Wasser da. Und deswegen ist das das Allerwichtigste, dass man zuallererst mal begreift, wie hier die Menschheit, sowohl die jüdische als auch die nicht-jüdische, sprich heidnische Menschheit, mit einem einzigen Stichwort beschrieben wird, mit dem Stichwort Mangel. Seit 1. Mose 3 ist diese Erde eine einzige Mangelwirtschaft. Weil das Entscheidende fehlt uns, der lebendige Gott mit seiner Heilsfülle, mit seinem Leben, mit dem, was aus ihm kommt, das fehlt uns. Und seitdem füllen wir uns ab mit den unterschiedlichsten Surrogaten und versuchen irgendwie halbwegs satt zu werden, unseren Durst nach Leben zu stillen. Sie haben keinen Wein mehr. Es ging ihnen der Wein aus. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist aber noch viel schöner. Dass die Maria ja jetzt interessanterweise mit dieser Mangelbeschreibung zu ihrem Sohn geht. Sie haben keinen Wein mehr. Es geht ihnen der Wein aus. Wissen Sie, was dahinter steckt? Dahinter steckt diese ganz, ganz, ganz wesentliche Erkenntnis, dass tatsächlich, man kann es nicht glauben, aber es ist so. Mein Mangel ist sein Problem. Das ist nicht selbstverständlich. Man könnte sagen, meine Güte, was hat denn Jesus damit zu tun? Sollen sie doch ihre Fragen, was sie machen, wo sie ein bisschen Wein herkriegen? Sondern die Besonderheit dieser Geschichte ist, dass der ganze Fokus plötzlich auf diesen einen gelegt wird, auf diesen einen gelenkt wird. Mein Mangel ist sein Problem. Der ist dafür verantwortlich, der sieht sich dafür verantwortlich, der drückt sich da nicht weg, der steht dafür ein. Man steht staunend daneben und ahnt ein wenig, wie das durch alle Dimensionen durchdekliniert werden kann, was da abläuft. Wenn das wahr wäre, wenn das wahr ist, dass mein Mangel sein Problem ist, das wäre ja unglaublich. Im Rahmen der Frauenfreizeiten lesen wir ja gemeinsam die Samuel-Geschichten. Da haben wir gestern Morgen unter anderem diese etwas unglückliche Einsetzungsgeschichte des ersten Königs Saul ins Visier genommen. Und wie dann Samuel ihnen erklären muss, was sie sich da angetan haben, wenn sie einen König haben wollen. Und wir haben aus 1. Samuel 8 versucht herauszuarbeiten, dass es ein einziges Verb gibt, das andauernd in 1. Samuel 8 vorkommt. Was wird der König tun? Der König wird nehmen, 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 nehmen. Von vorne bis hinten wird eins sein, der kriegt immer nur ein Minuszeichen, immer nur ein Minuszeichen. Und solange sie am Surrogat hängen, machen sie immer Minus. Sie werden immer erleben, dass sie meinen, sie kriegen was. Und sie werden immer mit einem Minus wieder ausgespuckt. Jetzt kommt der Mann von der Hochzeit. Und wissen Sie, der Mann von der Hochzeit, der hat gesagt, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene und gebe mein Leben zu einer Erlösung für die vielen. Der ist ganz anders. Der ist ganz anders. Das ist der Einzige, der nicht sagt, gib mir, gib mir, gib mir. Das ist der Einzige, der sagt, du, dein Mangel, dafür bin ich verantwortlich, das ist mein Problem. Ach, wenn Sie ein bisschen die Sonne aufgehen sehen würden über diesem Satz. Mein Mangel
Herr Jesus, mein Mangel ist dein Problem. Das ist ja eine ganz tiefe Erfüllung von Verheißungsworten aus dem Alten Testament. Sie kennen das alle, Psalm 23. Mir wird nichts mangeln. Da ist einer verantwortlich für mich. Da sagt nicht einer, das ist nicht mein Bereich, das ist nicht meine Verantwortung, das möchte ich gerne delegieren. Dafür ist eine andere Abteilung zuständig, das ist nicht mein Ressort. Punkt, Punkt. Und Sie kennen diese endlosen Sätze, wie wir weitergeschoben werden von einem zum anderen. Oder wie Leute sich an uns binden und uns meinen, uns helfen zu können mit unterschiedlichsten Methoden und dann immer nur am Ende uns wieder ausgespuckt weiterlaufen lassen. Hier ist einer, der sagt, dein Mangel ist mein Problem. Maria, diese kluge Frau, seltene kluge Frau, tut das einzig Richtige, was man tun kann, dass sie nicht sagt, ab jetzt trinke ich Wasser, sondern dass sie nicht ablässt, ihren Mangel dem einen zu nennen. Sie nennt ihren Mangel dem einen. Ich muss mit meinem Mangel zu Jesus. Das ist die Adresse. Es gibt so viele andere Adressen, die uns angeboten werden, die so einfach, so lohnend, so sinnvoll, so vernünftig, so klar dazuliegen scheinen. Und wie alle Welt das eben dann so macht. Und wer schon ein bisschen diese Adressen durchprobiert hat, der weiß, wie Surrogate schmecken. Und deswegen bitte ich Sie, machen Sie es wie Maria. Machen Sie es wie Maria. Bringen Sie Ihren Mangel zur richtigen Adresse. Bringen Sie Ihren Mangel zu Jesus. Das scheint ja zuerst nicht sehr sinnvoll zu sein. Und wenn Sie es anderen sagen würden, die noch nicht des Glaubens sind, und sogar Menschen, die des Glaubens sind, können da manchmal nicht mit Ihnen mit. Dann werden Sie sagen, das klappt so nicht, das ist unvernünftig, das ist unverantwortlich, Punkt, Punkt, Punkt. Ach, Sie kennen doch diese Sätze alle miteinander. Dann werden Sie doch wieder in den großen Strudel der Surrogate hineingezogen und ziehen noch eine neue Runde durch. Und kommen am Ende wieder leer raus, nur eine Etage tiefer. Mit meinem Mangel muss ich zu dem, der mir gesagt hat, dein Mangel ist mein Problem. Und das geht durch alle Ebenen hindurch. Das sind die Details dieses Tages heute. Das sind die großen Themen ihrer Existenz. Das ist ihr irdisches Leben als Ganzes. Das ist das Beziehungsgefüge, in dem sie drinsteht, mit all seinen unterschiedlichsten Ebenen und Mangelerscheinungen. Das ist die große Linie der Heilsgeschichte Gottes. Das geht bis in diese großen Texte aus dem Römerbrief hinein. Wo Gott weiß, dass ein großes Geseufze durch den ganzen Kosmos hindurchgeht. Eine große Mangelerklärung durch den ganzen Kosmos hindurchgeht. Hol uns aus den Surrogaten heraus und erbarm dich über uns, der tatsächlich, oh Gott sei gelobt, gesagt hat, dein Mangel ist mein Problem. Eigentlich schon Evangelium genug. Aber wie so oft, Gott ist ja nicht sparsam. Und deswegen gibt uns noch ein bisschen mehr. Und neben den einen großen Themen, mein Mangel ist sein Problem, lässt er mich jetzt ein zweites erleben, nämlich eine grobe Erfahrung. Eine grobe Erfahrung. Da gibt es eine erfrischende, in dieser Zeit nicht mehr zu Ende gehende Diskussion
wie man das Verhalten von Jesus gegenüber Maria beschreiben sollte. Manche versuchen, Jesus zu rechtfertigen, wie letztendlich für damaligen Kulturkreisverständnis das auch doch irgendwie höflich gewesen sein soll oder wie normal die anderen sagen, das ist ja unglaublich zurückweisend, wie kann er das überhaupt machen? Die Nächsten argumentieren mit dieser Metaebene, auch wie auch immer. Wir begreifen es, es ist eine ganz eigenartige Abfuhr, die Frau da erlebt. Eine Distanz, ein Unterschied wird gesetzt. Und er wird gesetzt mit einem ganz wichtigen Begriff, nämlich dass es hier heißt, was geht es dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und Sie, die mit mir ja das Johannesevangelium so ein bisschen im Kopf haben, Sie wissen, das war ein Signalwort für Johannes. Johannes ist ja der, der den Heiligen Geist unter anderem so gelenkt wird, dass er eine Art magnetischen Filter hat für alle Sätze von Jesus, wo die Stunde vorkommt. In keinem anderen Evangelium kommt so oft das Motiv der Stunde vor. Und die Stunde ist ja nicht irgendeine Stunde, sondern die Stunde, von der die Rede ist, ist dieser Kairos, diese Zusammenballung des Willens Gottes auf ein ganz bestimmtes Ereignis. Das ist das, was gemeint ist, wenn er sagt, jetzt ist meine Stunde gekommen und dann ist was gedacht? Nämlich sein letzter Weg, sein Weg ans Kreuz auf Golgatha und das Hingeben seines Lebens mit dem Ergebnis des Ostersonntags. Das ist die Stunde. Einmal in Johannes 7. Wo es schon ein bisschen schwierig wird zwischen den leiblichen, Anführungszeichen, Brüdern Jesu und ihm. Da sagen sie mit, offenbar dich doch, jetzt tritt doch mal ins Licht, dann mach doch mal eine Kundgebung, mach ein Schild drüber, ich bin Gott oder irgend so was, ja, und zeig dich. Und dann sagt er ihnen, eure Stunde, die ist immer. Bei euch läuft immer alles gleich ab, bei euch läuft der Kronos ab. Sag, meine Stunde ist nicht immer. Meine Stunde ist gebunden an wen? An den Willen des Vaters. An den Willen des Vaters. Das heißt, der ganze Text Johannes 2 sagt, dass überhaupt diese Mangelwirtschaft einmal ein Ende haben wird. Auf allen Ebenen, von der großen Römer 8 Ebene bis auf die Mangelwirtschaft an diesem Sonntag. Dass überhaupt es einmal eine Hoffnung haben wird auf Änderung, liegt allein an einer einzigen Stunde, für die der Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist. Seine Hingabe am Kreuz auf Golgatha. Das ist ein Oster. Und ein Passionstext, die Hochzeit zu Kana. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und keiner wird ihn zwingen, irgendeine Stunde zu initiieren, die der Vater nicht bestimmt hat und dann sagt, und jetzt ist meine Stunde. Jetzt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es gibt einen ganz bestimmten Kairos. Und diese Uhren Gottes ticken ärgerlich anders als die unseren. Und auf diese Stunde Gottes, die große heilsgeschichtliche Stunde Gottes und auf die kleinen menschlichen Stunden gilt es zu warten. Die große Stunde Gottes ist Voraussetzung für alle schöpferische Verwandlung in alle Zeiten. Der Text sagt nicht, wie viel Zeit vergangen ist zwischen der Abfuhr an die Maria und dem Verwandlungswunder. Minuten? Stunde? Stunden? Tage? Die haben ja nicht gefeiert wie wir. Die haben eine Woche gefeiert, hat die gelohnt. Wir wissen es nicht. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und jetzt entdecken wir was ganz, ganz Wesentliches bei dieser Maria. Und deswegen steht sie an dieser Stelle als ein Glaubensvorbild par excellence vor uns. Dass sie um das Grundproblem der noch nicht gekommenen Stunde weiß, und souverän reagiert. Sie weiß, was die Grundlinie aller Jesusleute aller Zeiten ist. Auf das Handeln unseres Gottes zu hoffen und zu harren, ohne letzte Einsicht in seine zeitlichen Pläne. Das ist unser Weg.
zu warten. Und in dem Warten bringt etwas ganz Starkes zum Ausdruck. In dem Warten, und Sie wissen, wie beim Warten die Zeitlänge sich verdoppelt, verdreifacht, exponentiell hochschnellt. In dem Warten bringt Ihr Vertrauen zu mir zum Ausdruck, dass das Hauptergebnis, die Hauptfrucht des Wartens, Ihr bringt damit Vertrauen zu mir. Sichtbar da. Und was macht ihr? Und jetzt kommt dieser wunderschöne Satz, den wir aus der Josefsgeschichte kennen. Maria hat abgekupfert aus dem Alten Testament von Pharao, der zu Josef sagt, was er, dieser Josef, euch sagt, dieser neue Führer Ägyptens, was er euch sagt, das tut. Und diesen Satz an den Typos, für Christus, an den Josef gesprochen, den nimmt Maria für ihren Sohn, sagt zu diesem ganzen Personal, mehr kann ich jetzt nicht tun, mehr ist auch nicht zu tun, warten aber, was er euch sagt, das tut. Gemeinde ist wartende Gemeinde auf die Stunden Gottes und bringt damit zum Ausdruck, wir hängen ganz allein an ihm, ganz allein an ihm. Und wer da ausweicht, der kriegt nicht mehr, sondern weniger. Wer meint, da reinfuschen zu müssen mit menschlichen Methoden, der kriegt nicht mehr, sondern weniger. Wer das abbricht, der kriegt nicht mehr, sondern weniger. Wir haben auszuharren in dem Persönlichen, in der Grundlinie der Gemeinde in unserer Zeit, in den großen Linien, die uns als Gemeinde für diese Weltzeit zugewiesen sind. Und dann schafft Gott seine Stunden. Er schafft sie. Er schafft sie. Und bis dahin warten. Und hören, was er sagt. Was sagt er denn? Was sagt er denn? Haben wir jetzt was ganz Verrücktes zu tun? Müssen wir uns auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln? Müssen wir was völlig Abstruses machen? Nee, was er denen sagt, ist zu erledigen. Er sagt einfach nur, schöpft. Schöpft Wasser und bringt es dem Speier. Das ist eine überschaubare Anweisung. Aber auch sehr demütigend. Wir sind deswegen sehr demütigend, weil wir Christen ja immer zwischendurch in die Phase hineingeraten, dass wir doch was ganz Wesentliches hinbrächten. Das ist das Einzige, was Sie und ich hinbringen in unserem ganzen Leben, ist Wasser schöpfen. Sie produzieren nie den Wein. Glauben Sie das doch nicht, bitte nicht. Sie produzieren doch keinen Wein. Immer wieder kommen Phasen der Gemeinde Jesu, dass wir jetzt direkt am Wein machen sind. Neue Konzepte, neue Programme, neue Ideen, neue Vorschläge für den ganzen Laden reformieren, transformieren, verändern, hinkriegen, pushen. Wir sind am Wein machen. Es glitzern schon die Augen der ganzen Jesus-Leute. Nein, 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 nein. Wasser, 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 Wasser. Es ist alles nur Wasser. Und Ihr Alltag und mein Alltag besteht im Warten und Wasserschöpfen. In Gottes Namen, dann lasst uns das doch tun. Und nicht meinen, abbrechen zu müssen, wo er sagt, warten. Und nicht meinen, Wein produzieren zu können, wo er sagt, Wasser schöpfen. Sondern das tun, was dem Glaubenden gebührt zu tun. Und wie der Mann von der Hochzeit geehrt wird. Dass er Leute findet, und die will er ja finden, die auf ihn warten, bis seine Stunde kommt. Und bis dahin ihr alltägliches Wasser schöpfen. Dann zeigen wir darin unsere Treue zu manches Mal für uns auch ferngerückten Jesus. Der macht eine Distanz zwischen Maria und sich. Und sie sagt, alles okay. Der wird schon seine Stunde haben und bis dahin, was er euch sagt, das tut. Glauben Sie es mir, in dem ganzen Raum, hier, im ganzen Raum, mit allen, die mit mir an Jesus glauben und die noch zuhören, gilt das, was Walter Lüdi so treffend in seiner Auslegung zu Johannes 2 gesagt hat. Es gibt ein noch nicht über jedem, auch über dem erfülltesten Glaubensleben.
Und manche von uns haben nicht nur ein noch nicht, sondern manche von uns haben ein ganzes Buch von noch nichts. Das gehört dazu. Und um Gottes Willen und um ihretwillen schlürfen sie nicht mehr an den Surrogaten. Mein Mangel ist sein Problem. Was wäre dann der zweite Satz? Der zweite Satz wäre dann: Meine Zeit wartet auf seine Stunde. Meine Zeit wartet auf seine Stunde. Und dann ist Wein da. Ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, wie viel, ich wollte es ja nicht schockieren. Je nachdem, ist immer das unterste Maß, man sieht nicht, mit diesen ganzen Einheiten ist man sich ja nicht so ganz sicher. Aber wenn man das unterste Maß nimmt, dann sind das 600 Liter. Schock für jeden Blaukreuzler. 600 Liter. Die Fülle, die absolute Fülle. Nicht ein Fläschlein roten, sondern 600 Liter. Top-Qualität. Unglaublich. Eine Fülle. Quantität. Qualität. Und dann dieser ganz wichtige Satz dieses Speisemeisters, der ja überhaupt keine Ahnung hat, dass er zum Propheten wird. Indem er diesen genialen Satz sagt: Bei euch laufen die Zeiten verkehrt rum. Man gibt doch zuerst die beste Qualität und dann, wenn es ein bisschen angesäuselt sind, dann kann man ja ein bisschen runterfahren und Geld sparen. Da ist gerade umgekehrt. Bisher hatten wir Durchschnittswein, jetzt haben wir gar keinen mehr, aber jetzt haben wir Top-Qualität. Und er mit diesem Satz gibt er den schönsten heilsgeschichtlichen Satz, den es geben kann. Indem Gott eben zum Ausdruck bringt, das, was bisher war, war okay. Leitwort Johannes 1. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Treue und Liebe ist durch Jesus Christus geworden. Gnade und Güte sind gekommen. Ganz andere Qualität. Total andere Qualität. Da gibt es keinen Sinkflug. Da gibt es einen Steilflug nach oben. Jetzt sind wir auf einer ganz anderen Ebene. Eine unglaubliche Fülle ist da. Wodurch? Natürlich, wir wissen es, durch diese eine Stunde, die hat es gebracht. In dieser einen Stunde steht der große Verwandler. Sehen Sie mit mir diesen großen Verwandler an. Was hat er eine Verwandlungskraft? Ach, jetzt können wir die ganzen Verwandlungsstellen schon im Alten Testament uns noch einmal vergegenwärtigen. Er hat meine Traurigkeit verwandelt in einen Reich. Mir das alte Kleid ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. Er hat aus dem Tränensaatzug, Psalm 126, dieses jubelnde Hindurchmarschieren seiner Gegenwart gemacht. Sehen Sie den Verwandler? Sehen Sie ihn? Der Verwandler, der jeden Fluch, der seit 1. Mose 3 über dieser buckligen Erde lastet, der jeden Fluch in Segen verwandeln wird. Jeden. Er wird sie sich nehmen lassen, dass er nicht jeden einzelnen Fluch, der hineingekommen ist, in seinen Segen verwandeln wird. Der das Chaos, das Tohuwabohu aus 1. Mose 1 in einen traumhaften Kosmos kriegt. Sehen Sie ihn, wie er aus den schlimmsten Niederlagen die größten Siege schafft, denen sie zusammengeschlagen haben und das Kreuz der Römer gehängt haben. Schreit, es ist vollbracht und steht aus den Toten auf und schafft eine geniale Verwandlung. Sehen Sie ihn? Sehen Sie ihn, wie er aus geistlich toten Menschen lebendige macht? Sie sind ja selbst vielleicht so ein Produkt, wo
wo sie aus einem Menschen, der diesen Gott nicht kannte und der in Stumpfsinnigkeit die paar Jahre und Jahrzehnte seines irdischen Lebens abgelebt hat, die das Glück bekam, dass er aus den Toten auferstanden ist und an diesem Sonntagmorgen den einzigen Namen aller Namen nennen kann, Jesus Christus ist mein Herr, sagen kann, dann sind sie ein Produkt des Verwandlers. Dann haben sie live erlebt, was der Prophet Jesaja einmal so sagt. Deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Dann haben sie das erlebt, dann sind sie das. Dann ist jemand in Christus. Dann ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und vielleicht sagen sie, nee, ich bin noch ziemlich tot. Dann schafft vielleicht der lebendige Gott genau in diesen Momenten eine Totenauferstehung in diesem Saal. Dass wenn sie seine Stimme hören, der sie herausruft aus den Toten, sie sagen können, und jetzt darf auch ich im Namen Gottes an ihn glauben und das will ich tun. Dann ist in diesem Augenblick bei ihnen der Verwandler tätig gewesen. Und dann gehen sie aus diesem großen Saal an diesem Sonntagmorgen anders raus. Dann ist der Mann von der Hochzeit bei ihnen angekommen. Dann ist Jesus bei ihnen angekommen. Und dann müssen sie nicht weiter als tot und religiös durch die Gegend schlurfen, bis man irgendwann den Deckel auf sie draufschlägt. Dann dürfen sie leben, jetzt schon leben und in Ewigkeit leben bei ihm. Wenn sie seine Stimme hören, greifen sie zu nach der Verwandlung, greifen sie zu. Und er wird weiter verwandeln, er wird weiter verwandeln. Glauben Sie mir, er überlässt diese verrückte Welt mit allem Grausamen, nicht sich selbst. Er überlässt diese Welt nicht sich selbst. Er hat über diese Welt gesagt, dass das Problem dieser Welt, dass der Mangel dieser Welt sein Problem ist. Und er wird verwandeln. Was glauben Sie, was er verwandeln wird, wenn er erstmal seine Gemeinde hier abzieht? Was das eine geniale Verwandlung wird. Wenn dieser verrückte Club der Jesusleute, der noch auf dieser Erde herumkrabbelt, mit all diesen eigenartigen Kreaturen, mit ihrer ganzen Sündhaftigkeit, wenn er sie verwandelt, wie es Epheser 5 heißt, und sie so schön und herrlich macht, dass man denkt, sind das die von vorher? Sind das die, die mich am 18. Januar so genervt haben im Gottesdienst? Kann das wirklich der und die sein, die so unmöglich waren die ganzen Jahrzehnte? Hat Gott uns so dermaßen verwandelt, so schön gemacht? Er kann das, er ist der Verwandler. Er schafft aus Wasser Wein. Und er schafft aus kaputten Kreaturen wunderbare Wunderwerke in seiner Zukunft. Sie werden mal staunen, wenn Sie die ganzen komischen Brüder und Schwestern drüben wieder treffen, wie toll die geworden sind. Und wenn Sie ein bisschen Selbsterkenntnis haben, dann werden Sie auch über sich selbst staunen. Und ganz überrascht sein, was Gott noch aus Ihnen machen konnte, wenn er Sie mal in den Griff kriegt und wenn er Sie verwandelt. Was glauben Sie, was das wird, wenn er einmal nach Israel hineingreift, verwandelt hineingreift? In all den Irrtum, in all diese Verblendung hineingreift? In das Volk, das er geliebt hat und lieben wird, bis er es verwandelt hat. Wenn er sichtbar auftritt und dann hineingeht und seine Füße stehen werden auf dem Ölberg und er dieses Volk verwandeln wird, indem sie ihn sehen. Und er wird weiter verwandelt. Sie kennen das. Sie kennen die Verwandlungsstation, die er freundlicherweise aus einem riesengroßen, genialen Verwandlungsprogramm uns schon andeutet. Da sind ja noch viele Verwandlungsstationen, von denen wir gar keine Ahnung haben. Aber jetzt lasst uns von diesem großen, 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 weiten Universalhorizont zurückkommen. Es ist ja oft so in der Bibel, dass das geniale Große und mein Kleines so eng zusammenliegen. Denn wenn der große Verwandler das tut, liebe Schwester, lieber Bruder, dann hat jedes Gebet seinen Sinn. Wo sie sagen, du gnädiger Verwandler, mache aus meinem Wasser Wein. Das ist der große Hoffnungsruf zur Bitte und zur Fürbitte. Solange der Mann auf der Hochzeit ist, solange es den gibt, hat Gebet einen Sinn. Und dann beten Sie mit mir. Wir brauchen den Verwandler. Wir brauchen keine neuen Programme. Wir brauchen den Verwandler. Ganz persönlich. In der Gemeinde, im Werk.
der Verwandler. Rufen Sie mit mir den Verwandler an. Das ist unsere Adresse. Und Gott bewahre uns vor den Surrogaten. Was wäre der dritte Satz? Den ersten haben Sie noch. Mein Mangel ist sein Problem. Meine Zeit wartet auf seine Stunde. Meine Verherrlichung gilt dem Verwandler. Er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und da, wo wir diesen Verwandler erlebt haben, und viele von uns haben das Vorrecht gehabt, ihn schon erleben zu dürfen, da werden wir ermutigt, auch durch diesen Text weiter auf diesen Verwandler zu setzen. Und dann gilt unser Lobpreis, unser Glück, unsere Anbetung einfach diesem einen großen Verwandler. Das ist er. Ich hoffe, Sie sehen ihn, den Mann von der Hochzeit. Bitte sehen Sie in dieser Woche den Mann von der Hochzeit. Sagen Sie es mit mir. Beten Sie es mit mir. Glauben Sie es mit mir. Wenn Sie den Mann von der Hochzeit sehen, mein Mangel ist sein Problem. Meine Zeit wartet auf seine Stunde. Meine Verherrlichung gilt seinem Verwandeln. Unglaublich. Dieser Mann von der Hochzeit, dieser Jesus, unser Herr, kommt, wir beten ihn an.